Hallo und herzlich willkommen bei Laber Reviews. Mein Name ist Lasse Vogt und heute versucht Ryan Gosling einem Geheimnis auf die Spur zu kommen als Blade Runner in Los Angeles im Jahr 2049. Und das ist auch alles, was ich zum Inhalt sagen kann. Denn der Regisseur Denis Villeneuve, ich hoffe, so spricht man ihn richtig aus, hat Kritiker beschworen, möglichst nichts über den Inhalt zu verraten und jeden Zuschauer diesen Film auf eigene Faust möglichst kalt gucken zu lassen. Und dementsprechend waren auch die Trailer ein bisschen kryptisch, denn abgesehen von einigen Einstellungen hier und da, die man nicht so ganz zuordnen konnte, wurde nichts, was die Handlung und so weiter betrifft, vorweggenommen. Und das ist sehr, sehr gut. Der Original Blade Runner aus dem Jahr 1982, wenn ich mich richtig entsinne, war damals alles andere als ein finanzieller Erfolg und gilt heute dennoch als einer der wegweisendsten Filme aller Zeiten. Basierend auf dem Philip K. Dick Buch Träumen Androiden von elektronischen Schafen war er ein immenser Erfolg, was den Look angeht, und hat einen unglaublichen Einfluss auf viele, viele Science-Fiction-Filme. Er gilt heute als einer der großen Anführer des Cyberpunk-Genres. Und der definitive Star des Films ist das Produktionsdesign, ist der Look, ist die Kameraarbeit, die Ausstattung, all diese Details. Die Welt und speziell Los Angeles, wie es dort dargestellt wird, hatte danach unfassbar viele andere Filme, die versucht haben, das alles einzufangen. Ihr könnt diese Einflüsse auch sehen in dem Remake von Ghost in the Shell, der auch dieses Jahr rauskam. Ihr seht die Einflüsse sogar in dem Super Mario Bros. Film oder in so dummen Sci-Fi-Komödien wie Adventures of Pluto Nash. Überall, überall seht ihr diesen Sci-Fi-Look. Und ich persönlich habe den Film zweimal gesehen, bin kein Riesenfan davon. Ich mag definitiv den Look und die Idee. Die Idee ist, wie ist es, seinem Schöpfer zu begegnen und wie enttäuschend kann das sein? Und entsprechend fand ich die Performance sehr stark, aber insgesamt fand ich den Film ein bisschen zu langsam gepaced, ein klein wenig zu kryptisch manchmal tatsächlich. Sie verlassen sich ein bisschen zu sehr darauf, dass sich irgendwie die Zuschauer in dieser Welt auskennen. Jedenfalls hatte ich das Gefühl. Dementsprechend war ich sehr neugierig darauf, wie ein Sequel sein könnte. Und ich bin so froh, dass sie einen Regisseur wie Denis Villeneuve als Regisseur verpflichtet haben, denn er ist ein Regisseur mit einer eigenen Stimme. Er ist keiner von diesen Wischiwaschi-Auftragsfilmemachern. Er ist ein Filmemacher, er ist ein Filmkünstler. Und ich habe bisher zwei seiner Filme gesehen, und das sind Prisoners und Arrival letztes Jahr, der für mich persönlich einer der besten Filme 2016 ist. Und hier sieht man, was passiert, wenn ein Regisseur mit einer eigenen Stimme, mit einer eigenen Vision einem Sequel den eigenen Stempel aufdrückt und es gleichzeitig nahtlos wie ein wahres Sequel aussehen lässt. Blade Runner 2049 ist ein großartiger Film und meiner Meinung nach ist er sogar besser als das Original. Und wie gesagt, ich kann nicht wirklich groß ins Detail gehen. Ich kann nichts zur Handlung sagen oder sonst etwas, das will ich auch gar nicht. Höchstwahrscheinlich bin ich sogar mit dieser Review ein bisschen spät dran. Aber ich hoffe dennoch, dass ich hier mit einigen Leuten bewegen kann, diesen Film zu sehen, denn anscheinend floppt er gerade. Genau wie das Original. Der Look ist absolut fantastisch. Wenn ihr vielleicht die Star Wars Prequels mit der Originaltrilogie vergleicht. Da denkt ihr, wie zur Hölle findet das im selben Universum statt und auch noch davor, halt mit dieser Technologie, mit dem ganzen CGI und so weiter. Das hier ist exakt, das ist definitiv ein Film von heute, aber der Look und die Art und Weise, wie alles aussieht, keine artifiziellen CGI-Aufnahmen, sondern es sieht alles so realistisch aus. Es ist einfach absolut glaubwürdig, dass das dasselbe Universum, dieselbe Stadt ist, dieselbe Art von Charakteren und so weiter wie der Originalfilm. Fantastisch ist das gemacht. Die Musik von Benjamin Wallfisch und Hans Zimmer greift auch einige musikalische Ideen aus dem Original auf und passt ebenso sehr, sehr gut zum Film und es ist sehr laut und sehr, sehr gewaltig und teilweise sogar majestätisch und auch sehr bedrohlich und gruselig des Öfteren. Die Schauspieler sind alle sehr, sehr gut ausgesucht. Speziell Ryan Gosling, mit dem ich teilweise einige Probleme habe, wenn er ernsthafte Rollen spielt, denn seine Performance ist des Öfteren in diesen Fällen einfach so. Aber hier hat er so viele Nuancen.
in seinem Schauspiel. Er hat so viel Menschlichkeit. Er ist wirklich eine großartige Besetzung für diese Rolle und alle anderen sind auch fantastisch und sie gehen ganz wunderbar dieser Idee von Technik auf den Grund und von künstlicher Intelligenz und haben hier sogar eine Szene, die extrem an eine ganz besondere Schlüsselszene aus Spike Jonze's Her erinnert. Und diejenigen, die beide Filme gesehen haben, wissen, was ich hier meine. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht davon, dass sie hier wirklich exakt dieselbe Idee aufgreifen, allerdings mit einer kleinen bisschen anderen Technik dahinter. Aber die Art und Weise, wie sie halt die Technik kommentieren und zeigen, was alles damit passieren kann und so weiter, halt künstliche Intelligenz etc., ist wirklich sehr, sehr klug gemacht. Und dieser Film fühlt sich nicht an wie ein Film, der die ganze Zeit versucht, alles zu erklären, sondern er belässt es bei Bildern ganz oft. Er belässt es bei einfachen Einstellungen. Und nur ab und zu kriegt man so ein paar Flashbacks, wo man denkt, das ist hier für die Leute, die nicht wirklich mitdenken wollen in so einem Film. Das ist ein bisschen schade. Das untergräbt den Film so ein klein bisschen, weil dieser Film hat das nicht nötig. Absolut nicht. Wenn man aufpasst, kommt man wunderbar mit. Mein Vater ist mit mir reingegangen und er kannte das Original nicht. Und ich musste ihm vorher erklären, worum es geht. Und er ist sehr gut mitgekommen und hatte zwischendurch nur ein, zwei halt Fragen. Wie gesagt, die Schauspieler sind gut. Ich hatte ein bisschen Probleme mit Jared Leto. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, er hat das meiste von seinem Dialog improvisiert. Wahrscheinlich war es nicht so, aber es kam mir so vor, weil seine Szenen waren sehr monologlastig und sehr überheblich und fühlten sich ein bisschen, weiß nicht, die fühlten sich so ein bisschen drüber an. Also damit hatte ich gewisse Probleme. Aber der Rest ist wirklich gut. Villeneuve ist ein Regisseur, der auch einfach eine Konversation zeigen kann, ohne große Schnitte oder so. Deshalb gibt es sehr, sehr oft viele Sprechpausen und Figuren bewegen sich langsam und wir haben diese langen, langen Einstellungen von irgendwelchen Dingen und sie lassen uns die Atmosphäre erfassen und das ist so unglaublich wichtig in Filmen wie diesen und Villeneuve versteht das und sämtliche hier Beteiligten verstehen das, denn das Schauspiel ist wirklich angemessen, das Design ist großartig, der Look ist fantastisch, dieser Film wird unglaublich viele Oscar-Nominierungen bekommen, sei es nur Produktionsdesign, auf jeden Fall Kamera, wenn Roger Deakins hierfür seinen Oscar nicht kriegt, Produktionsdesign, Kamera, Schnitt, Sounddesign, also er wird in den technischen Bereichen sehr, sehr viele Oscar-Nominierungen abstauben, da bin ich mir sehr sicher. Effekte, selbstverständlich. Denn sie übertreiben es nicht mit dem CGI. Gerade die Einstellungen in den Straßenschluchten und wenn sie über die Straßen fliegen, sind so gut gemacht und so dermaßen ähnlich wie im Original. Halt, sei es nun die Hologramme oder sogar halt, dass das Product Placement, das sie benutzen, sogar das Coca-Cola Product Placement aus dem ersten Teil kehrt zurück. Und sie fassen es ein bisschen weiter, sie nutzen es aus, dass sie ein bisschen mehr davon zeigen können. Und es funktioniert grandios. Insgesamt kann ich den Film wirklich vorbehaltlos empfehlen, wenn ihr sowieso ein Fan des ersten Teils seid. Ich weiß nicht, ob ihr den hier lieber mögen werdet, aber ihr werdet ihn mindestens so sehr mögen wie den Originalfilm. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und Leute, die den ersten Film nicht kennen, ich weiß nicht so ganz. Am Anfang wird relativ... Ich würde sagen, guckt vorher den ersten. Es ist auf jeden Fall ein Film, den man gesehen haben sollte als Filmfan. Aber ich kann euch nicht garantieren, dass ihr den ersten so sehr mögen werdet wie viele andere. Vielleicht seid ihr so wie ich, wo man halt denkt, ja, ich erkenne den ersten Film an. Aber es ist, zählt jetzt nicht unbedingt zu meinen Lieblingen und so weiter. Es ist für mich persönlich halt ein bisschen zu distanziert, ein bisschen zu kalt. Dieser Film hier macht das alles meiner Meinung nach tatsächlich besser. Weil... Ernsthaft, Denis Villeneuve ist ein besserer Regisseur als Ridley Scott. Ganz besonders der heutige Ridley Scott. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er nicht dieses Sequel inszeniert hat, denn sonst hätten wir garantiert so eine Katastrophe bekommen wie die Alien-Nachfolger. Und das will niemand, oder? Nein, ganz sicher nicht. Deshalb, vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, dass das Studios halt mehr Profilregisseure anheuern für Filme wie diese. Dass wir mehr große Science-Fiction-Filme oder was weiß ich, was für Genres kriegen. Denn wenn, ganz besonders die Tatsache, dass der von Sony stammt, überrascht mich sehr. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der Film so geworden ist, wie er ist. Ich finde es sehr schade, dass er anscheinend floppt. Und ich hoffe, dass noch mehr Leute reingehen, dass sie ihm doch mehr zum Erfolg verhelfen. Es ist nicht unbedingt so, dass ich jetzt noch eine Fortsetzung will, aber warum nicht? Halt, wenn man, oder vielleicht hatte dieser Film auch genug Einfluss auf andere Science-Fiction-Filme dieser Art, dass die halt ein bisschen mehr noch ihr eigenes Ding machen. Denn die Tatsache, dass das hier eine Fortsetzung ist und sie trotzdem
so viel mehr hineinpacken und das so bereichern einfach und dass es so seine eigene Geschichte wird. Halt mit genügend Callbacks zum Original, aber gleichzeitig halt wirklich was Eigenes. Das ist wirklich bemerkenswert. Und basierend auf diesen Gründen kann ich diesen Film nicht genug empfehlen. Ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht und ich hoffe, ich habe nicht so viel verraten. Ich denke nicht, ich habe gut darauf geachtet. Lest auch nichts über den Inhalt, guckt ihn einfach, wenn ihr den ersten kennt. Guckt ihn kalt. Glaubt mir, ihr werdet belohnt damit, dass ihr mitraten könnt bei diesem Rätsel, um das es geht, dass ihr wirklich mit den Figuren auf diese Reise gehen könnt und dass ihr den Figuren halt nicht dauernd voraus seid, sondern dass ihr wirklich immer, so fast immer, genauso viel wisst wie die Hauptfigur. Und das macht eine gute Detektivgeschichte aus. Denn das ist das hier im Prinzip. Eine Detektivgeschichte in einem großen, ambitionierten Science-Fiction-Rahmen. Das war's mit den Lab-Reviews. Ihr findet mich auf YouTube, Facebook und Twitter. Ich verabschiede mich hiermit und wünsche euch viel Spaß im Kino. Bis dann!